Ich ziehe immer durch. Ich weiß nicht, ob du das manchmal denkst, dass du durchziehen musst, dass du durchziehen möchtest, dass du gerne durchziehst, dass du dir oft auch genaue Pläne machst, genaue Vorstellungen hast, wie was zu laufen hat, dass du konkret dir einen Plan davon auch im Kopf entwickelst, vielleicht sogar auf Papier, dass du, da das so gut entwickelt ist, auch weißt, dass das Beste vielleicht sogar ist, dass es sehr, sehr gut ist und richtig ist. Zum Beispiel, wenn du ein Projekt in der Gemeinde starten möchtest, dann muss es auch alles gut sein, es muss gut ankommen, es muss gut laufen und alles gut geplant sein. Und dann kommt eine Person, die etwas anders macht, als du es dir vorstellst. Was machst du? Wie reagierst du dann darauf, wenn etwas anderes passiert, als es dir eigentlich gefällt? Wie reagierst du diesem Stress? Reagierst du lieblos und schnauzt die Person dann an? Das ist doch das, was wir öfter machen, oder? Dass wir dann Personen lieblos anschnauzen, zum Beispiel. Dass das nicht gut ist, muss uns jemand sagen. Und doch ist es so, dass wir so handeln. Und die Bibel sagt uns ganz klar, dass wir anders handeln sollen. Die Bibel sagt in Römer 15, Vers 2 zum Beispiel: Denn jeder von uns soll seinem Nächsten gefallen zum Guten, zur Erbauung. Das heißt, es soll nicht darauf ankommen, was uns selbst gefällt, sondern was dem Nächsten gefällt. Dem Nächsten gefallen bedeutet hier, dass wir uns in diesem Fall auf den Nächsten konzentrieren. Dass wir anfangen, auf den Nächsten zu gucken. Der Nächste kann jeder sein. Jeder, mit dem wir gerade in diesem Moment einfach zu tun haben. Schwester, Bruder, Eltern, Ehemann, Frau, Kinder, Arbeitskollegen, jeder. Und dein Ziel sollte das Beste, das Gute für deinen Nächsten sein. Für diese Person sein, mit der du zu tun hast. Und seine Erbauung, das heißt, dass er wachsen kann, ihm zu helfen, ihn fördern, ihn trösten und sich um ihn sorgen, sodass er am besten wachsen kann. Und dabei ist es fatal, wenn wir die Person zerstören, sondern wir sollten die Person bauen, und zwar gemeinsam bauen. Das heißt, es soll gebaut werden und nicht zerstört werden. Ein Leben, das natürlich auf dieser Erde gelebt wird, ist immer wieder im Widerspruch mit dem aktuellen Weltlauf, und da wird gerne auch mal auf andere, den eigenen Weg durchgezogen und sein eigenes Ding durchgezogen. Aber bei Gott heißt es, und das ist auch die Bibelstelle, dass wir selbstlos und bedingungslos lieben sollen, den anderen das Beste wünschen sollen, dass das Gute für den anderen wollen und ihn aufbauen sollen. Und das beginnt und endet alles mit dem Leben für Gott und Gott zu gefallen und von ihm verändert zu werden. Oft denken wir doch, dass wir es besser wissen als Gott. Wir haben unseren eigenen Plan, wir wissen genau, was wir gerne hätten, welchen Job wir gerne hätten und machen auch alles dafür, beten intensiv dafür, arbeiten dafür und tun auch alles, dass es dazu kommt, und doch hat Gott andere Pläne. Oder wenn Gott uns nicht die Kinder schenkt, die wir uns gerne wünschen, zum Beispiel. Oder wenn wir sündigen, haben wir immer einen besseren Plan im Kopf, als Gott das doch eigentlich für uns hat. Und da ist es wichtig, dass wir anfangen, auf Gott zu vertrauen, auf ihn zu bauen und auf ihn zu gucken und nicht selbst alles kontrollieren zu müssen und kontrollieren zu wollen und nicht durchzuziehen zu müssen, sondern dass wir abgeben können, dass wir Dinge hinlegen können und sie Gott abgeben können. Oder bei anderen Menschen. Oft auch banale Sachen, was zum Beispiel Ordnung oder Sauberkeit angeht zu Hause. Wenn du nach Hause kommst und dein Sohn hat immer noch nicht aufgeräumt, obwohl du es dir doch so vorgestellt hast und dir es ganz anders, doch viel besser gefallen würde. Oder am Arbeitsplatz. Wenn du schon 30 Jahre dieselbe Sache machst und es auch immer gut machst, dann kommt ein neuer Arbeitskollege und der macht einen ganz anderen Arbeitsablauf, macht es aber auch gut, aber nicht so, wie es dir gefällt. Wie ist das? Vielleicht ist das Ergebnis sogar besser. Ist es auch okay, wenn es nicht in deiner Nase läuft? Warum ist das so wichtig, dass es auch genau nach deiner Nase laufen muss? Das ist doch voll gut, wir auch auf andere achten, auf den anderen gucken und gucken, was ihm gefällt, wie er wachsen kann, wie wir ihn erbauen können, nicht zerstören können, wie wir freundlich und liebevoll sein können, dass die andere Person wachsen kann, dass wir nicht schnell, dumm und unüberlegt was machen. Und zwar erbauen mit unserem kompletten Sein, nicht nur mit den Worten, sondern auch mit unserem Handeln, mit dem, wie wir Gestik ausleben, wie wir unsere Mimik haben, wie wir vor dieser Person stehen und mit ihr reden, dass wir komplett wohlgesonnen sind mit unserem kompletten Sein. Und da ist es wichtig, dafür zu beten, für uns zu beten und für die andere Person zu beten, für diese Person da zu sein. Besonders in dem Kontext, in dem auch dieser
Vers in Römer 15 steht, ist es wichtig, denn das ist an die schwachen Christen geschrieben worden. Nicht da, oder in diesem Kontext geht es um die schwachen Christen und die reifen Gläubigen. Das heißt, es ist an schwache und reife Gläubige geschrieben worden, die Meinungsverschiedenheiten hatten in ein paar Dingen. Zum Beispiel geht es da um eine gewisse Ansicht in Bezug auf eine Frage, eine Streitfrage, die die hatten. Und wie ist es denn bei unseren Fragen, die wir haben, wenn wir mit Gläubigen zu tun haben, die andere Meinung haben, wie zum Beispiel, dass bestimmte Dinge getragen werden muss, dass eine Frau einen Rock tragen muss oder so, oder dass man die Gabe der Sprache lernen kann. Ich glaube, da gibt es verschiedene Ansichten auch. Ein paar Dinge sind sehr, sehr eindeutig in der Bibel, dass es einfach falsch ist. Aber ein paar Dinge sind zwar einfach Weisheitsfragen und die können verschieden ausgelebt werden. Und da ist es voll wichtig für uns auch, dass wir da nicht versuchen, besonders bei den Weisheitsfragen, unser Ding durchzuziehen, wenn es doch auch anders ausgelebt werden kann. Oder wenn, wie ist es in der Kleingruppe, wenn eine andere Meinung da ist? Wie reagieren wir da in diesem Moment? Und wie reagieren wir in Bezug auf diese Person? Versuchen wir zu erbauen zu sein? Oder zerstören wir eher mit unserem Verhalten? Lass uns wirklich so aufbauen und ermutigen, wie ein Ehemann bei der Geburt. Ja, schwierig, ne? Bei der Geburt hat die Frau Wehen und das sind Schmerzen und der Ehemann ist dabei. Hoffentlich ist er das. Und er ist da, er kann beten, er kann Wasser holen, er kann beim Atmen helfen, mitatmen, er kann die Hand halten, aber viel mehr kann er auch nicht als daneben sein und die Hand halten und da sein und für die andere Person da sein. Sie trösten, sie ermutigen, sie erbauen. Und das ist so wichtig, dass wir das auch machen, wie ein Ehemann seine Frau bei der Geburt unterstützt, dass wir genau so unterstützen, weil wir alle diesen Geburtsprozess in unserem Leben durchlaufen. Es ist wichtig, dass wir Menschen an der Seite haben, die uns ermutigen, die für uns beten und lass uns selbst diese Person sein. Sei für den anderen da und zieh nicht immer dein Ding durch. Amen.